Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wusstet ihr schon, dass Asiaten alles in 16 zu 9 sehen? Habe gerade wieder einmal eine Wasserschlacht gegen die Nachbarskinder gewonnen. Mein Wasserkocher und ich sind einfach unschlagbar. Haben Sie Bücher über James Bond? Haben wir. Ja, haben wir. USA, Dreijähriger schießt versehentlich auf Eltern. Waffenlobby? Hätten die Eltern Waffen gehabt, hätten sie sich wehren können. Ich habe mich heute Abend für dich herausgeputzt. Was ist das für eine Farbe auf deinem Penis? Das ist Lidschatten. Er hat mich klein genannt. Scheiß auf den, steh auf, komm, wir gehen spazieren. Ich stehe schon. Die Tat eines Inders ist in der Tat eine Indertat, die ein Inder tat. Ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen, aber da laufen ständig nur Wiederholungen aus dem Internet. Hey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ja, das war schön. Warum liegst du auf dem Boden und streckst die Beine in die Luft? Ich mache Yoga, ist eine Kerze. Du hast aber dabei gefurzt. Duftkerze. Pokémon-Trainer mit langem Raupi sucht wilde Rosana ohne hohes Gras, dafür mit großen Pokébällen, die mich gerne mal tackeln würden. professoreichel@web.de. Würdest du bei Asterix mitspielen, würdest du Taugenix heißen. Mein Vater hat mir gesagt, ich soll eine Kartoffel in meine Badehose tun, das würde den Mädchen gefallen. Er hätte vorne sagen sollen. Ich werde jetzt hier einen Witz über Abtreibung schreiben. Wenn ihr ihn nicht mögt, lösche ich ihn und wir tun so, als wäre es nie passiert. Als ich 7 Jahre alt war, habe ich nur mit Messer und anderen gefährlichen Sachen gespielt. Ich war aber auch ein Einzelkind. Vielleicht. Frauen sind wie Fischstäbchen. Wenn man sie einfriert, kann man sie noch nach Jahren essen. Wenn ich im Restaurant nicht bedient werde, google ich die Nummer, rufe dort an und frage, ob sie auch an Tisch 14 liefern. Gerade zufällig auf RTL gesehen. Fiona ist ein normales 13-jähriges Mädchen. Ihre Hobbys sind Facebook und Schminken. Da kriege ich leichte Aggressionen. Völlig aufgelöst, mit Frosch unterm Arm in den Esoterik-Buchladen stürzen und nach einem Buch über die Umkehr von Zaubersprüchen fragen. Nach dem großen Geschäft. Frauen? Ich war mir gerade nur die Nase pudern. Männer? Völker dieser Welt, schaut auf diese Wurst! Die Person war ein Weißer mit einem Schnurrbart, ca. 1,90 groß. Das ist aber ein großer Schnurrbart. Neulich habe ich gedacht, mir wären beim Kacken die Augen geplatzt, dabei hat nur einer das Licht ausgemacht. Am Abend sitze ich gerne auf der Couch und lese. Da steht zum Beispiel Zutaten, Wasser, Gerste, Hopfenmalz. Männer, wenn sie aufwachen. Körper? Nicht bewegen, nur liegen bleiben. Kopf? Zur Hölle, nicht aufstehen. Penis? Das ist Sparta! Russisch ist das, was beim Scrabble immer übrig bleibt. Laut meinem Fitnessarmband bin ich gerade 4 Kilometer gesprintet, obwohl ich sitze. Komisch. An alle Frauen, die mich nur als Sexobjekt sehen. Hi. So, das waren ein paar lustige Witze und ich könnte mir vorstellen, dies als Zweitformat in der Woche rauszubringen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr sowas weiterhin sehen wollt und gebt mir einen Daumen rauf. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Montag.